Naja, wir hatten ja schon erste Halbzeit eigentlich drei, vier Riesenchancen, die man verwerten sollte. Die haben wir eben nicht gemacht. Und dann müssen wir halt geduldig bleiben. Das habe ich der Mannschaft in der Halbzeit gesagt. Wir müssen geduldig bleiben, wir müssen die Null wieder halten. Die Null muss stehen. Wir haben jetzt zum sechsten Mal hintereinander kein Tor bekommen. Das ist natürlich auch ein Garant für Siege, weil wir sind torgefährlich, wir machen immer Tore. Und auch das gehört zu einem Champion dazu, geduldig zu sein. Es war von uns wirklich super Partie. Leider, der Dominik hat das 1-0 gemacht aus nichts und da ist Viktoria besser geworden. Aber wir waren wirklich spielerisch ebenbürtig. Okay, zum Schluss, die letzten zwei Tore war es, wo wir aufgemacht haben. Aber von meinen Spielern war ich wirklich sehr zufrieden, wie wir gespielt haben und wie wir die Wiener Viktoria phasenweise unter Druck gesetzt haben. Jetzt spielt Donau noch gegen Verfolger Elektra. Was gibt man Ihnen mit auf die Reise, außer dass Sie für uns drei Punkte holen? Ja, ist natürlich für Elektra eine Wahnsinnsbelastung. Erstens einmal ist der Rückstand da. Zweitens einmal haben Sie jetzt schon seit ein paar Wochen nur mehr englische Wochen. Das geht natürlich auch an die Kräfte. Und uns ist das aber völlig egal. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Wenn wir das tun, dann sind wir von niemandem abhängig und das ist das Schöne. Das Spiel gegen Elektra folgt ja noch. Wir als Meidlinger wünschen uns natürlich, dass dein Team genauso motiviert ist. Vielleicht werden wir da auch zuschauen kommen. Nein, wir sind gegen jeden Gegner motiviert und wir tun uns gegen die bessere Mannschaft leichter als gegen die Mannschaft, die unserer Stärke sind. Weil wir haben jetzt gegen Wienerberg aus gewonnen. Okay, Post ist auch so ein Gegner in unserer Stärke und heute haben wir, glaube ich, in dem Jahr das beste Spiel abgeliefert bis jetzt. Es ist schade, dass es nicht mehr rausgeschaut hat, aber ja. Letztendlich haben wir es geschafft und sind wieder einen wichtigen Schritt Richtung Meistertitel gegangen.